gonna take on the world. Lassen Sie es einfach. Ist der Westen schuld? Hat der Westen etwas falsch gemacht? Das ist die Frage, die jetzt immer wieder gestellt werden. Es gibt viele Antworten von beiden Seiten und man konzentriert sich immer auf die NATO-Osterweiterung und auf die jüngere Vergangenheit. NATO-Osterweiterung habe ich viel dazu geschrieben, habe ich viel dazu gesagt. Der hatte Moskau zugestimmt, das hat man auch schriftlich und alles. Und erst danach unter Putin und später kam man dann darauf, dass man damit nicht einverstanden ist. Aber darüber will ich jetzt gar nicht sprechen. Ich will über andere Fehler des Westens reden, die Sie in den großen Medien kaum beziehungsweise gar nicht finden werden und die in meinen Augen diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, ausgelöst haben. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt nicht diesen Krieg hätten und nicht diese ganze schreckliche Situation, wenn der Westen diese Fehler nicht gemacht hätte. Und da will ich jetzt ein bisschen ausholen, weil die etwas in der Vergangenheit liegen, diese Fehler. Ich verdanke ja meinem Vornamen Boris Pasternak. Die Mutter war ein großer Fan von Pasternak. Bei den ersten beiden Söhnen war der Vater dagegen. Der sagte, das geht nicht, Westdeutschland und russischer Name. Beim dritten Sohn setzte sich die Mutter durch. Und darum bin ich schon mit 15 war ich zum ersten Mal in Russland mit meinen Eltern und dann mit gerade 19 geworden, nach dem Abitur mit 2 Koffern und den gesamten Ersparnissen nach Moskau. Völlig begeistert, obwohl hier immer berichtet wurde von Hunger in Moskau und es Care-Pakete gab. Die Menschen waren so etwas von offen, so etwas von freundlich. Sie waren begeistert für alles Westliche. Sie sagten, wir wollen Demokratie, wir wollen diese Marktwirtschaft, wir wollen jetzt mit euch Freunde sein. Es war eine wunderbare Stimmung. Und was haben Sie bekommen? Sie haben bekommen eine der wildesten Formen des Kapitalismus und ich habe mich mit einem Professor darüber unterhalten, Professor aus England, Oppenheimer, nicht der, aber ein anderer. Und ich sagte ihm, das ist doch Manchester-Kapitalismus, der da nach Russland kam. Und er sagte, nein, nein, das war kein Manchester-Kapitalismus, sagte er. Manchester-Kapitalismus hat gewisse Regeln, das war viel schlimmer. Und genau so war es. Ich habe das erlebt, wie die einfachen Menschen von Tag zu Tag ärmer wurden. Ich bin da von einer Familie aufgenommen worden in einer Vorstadt, die berüchtigt war, weil sie da immer die Schlägertruppen hatte, Luberci. Und die haben mich aufgenommen, die haben nie einen Cent von mir genommen. Und sie haben gesagt, nein, das machen wir so. Und einfach, weil die Frau einmal in der Kur mit Bekannten von mir aus Moldawien im Sanatorium war und die haben dann angerufen dort in Moskau beziehungsweise Luberci und haben gesagt, ah, da kommt ein Deutscher, und dann haben die mich aufgenommen. Die haben ihre gesamten Ersparnisse durch die Inflation verloren. Die Oma, die Kriegsveteranin war, die musste dann Klopapier an den U-Bahn-Stationen verkaufen und die einfachen Menschen wurden immer ärmer. Und gleichzeitig entstanden die Oligarchen. Man hat diese Gaidarschen Reformen gemacht, wo man also wirklich ein ganz in meinen Augen unpassendes und auch unschönes System Russland aufgedrängt hat. Und Demokratie wurde von einem Hoffnungsschimmer, von etwas, was die Leute unbedingt wollten, Demokratie und Marktwirtschaft, wurde das fast zum Schimpfwort. Im Russischen sagte man dann statt Demokratie, Dermokratie. Dermo ist das Wort für Fäkalien, ein unschönes wie das deutsche Sch-Wort. Und da hat der Westen immer die Augen zugemacht, beziehungsweise er hat das aktiv befördert. Es ging noch weiter. Es gab den sogenannten Putsch gegen Jelzin, der Ihnen hier allen als Putsch verkauft wurde in den deutschen Medien. Und in Wirklichkeit war es ein Staatsstreich von Jelzin. Und da wurde wirklich massiv gelogen, da wurde massiv Unsinn verbreitet, auch weil viele von diesen Korrespondenten, also beim Fernsehen, da kann ja kaum einer Russisch, wenn er hinkommt. Die haben fast alle keine Ahnung, müssen sich dann mühsam einarbeiten, jahrelang, und dann sind sie auch schon wieder weg. Was war in Wirklichkeit geschehen? Das Parlament sagte, das ist uns zu wild kapitalistisch, wir wollen eher so eine soziale Marktwirtschaft wie in Deutschland oder Schweden. Und dann hat Putin die alle zu Erzkommunisten erklärt. Und als das Parlament
dann weiter Ärger machte, dann hat er das einfach aufgelöst. Und als sich das Parlament wehrte und das Verfassungsgericht sogar sagte, dass das gegen die Verfassung verstößt, dann hat er auch noch das Verfassungsgericht aufgelöst. Und der Westen sagte dann, das ist ein Putsch gegen Jelzin. Also müssen Sie sich mal vorstellen, wie irre. Und nur das kam in den Medien. Und dann hat er dieses Parlament von Panzern beschießen lassen. Und hier haben alle gejubelt, der hat den bösen, bösen Putsch niedergeschlagen. Und natürlich waren da unappetitliche Gestalten dabei. Brauchen wir nicht reden. Da gab es schlimme Abgeordnete. Aber die als Erzkommunisten hinzustellen, war völlig pervers, weil dieses Parlament, der oberste Sowjet, die hatten ja Jelzin gewählt. Also der hatte da sogar eine Mehrheit da drinnen in diesem Parlament. Und das war sozusagen die Ursünde. Damit war auch klar, man kann mit Panzern mitten in Moskau ein Parlament beschießen und der Westen macht das mit. Man hat die Oligarchen mitgemacht, man hat die ganzen Eskapaden von Jelzin, den ich ausgesprochen negativ sehe, hat man immer mitgemacht. Und das ist ein bisschen das Weimar-Moment in Russland. Die Leute haben gesehen, ja, Demokratie, Marktwirtschaft, ja, und der Westen, die nutzen uns aus. Und so ist Putin groß geworden. Er war genau die Antwort darauf. Und wenn man damals sich anders verhalten hätte, dann hätten wir jetzt, das ist meine Überzeugung, könnten wir einen Partner Russland haben und nicht das, was wir haben. Das ist aber ein großes Tabuthema. Das werden Sie in den großen Medien, werden Sie dazu nichts finden. Man müsste ja dann zugeben, dass man sich damals völlig geirrt hat oder auch kolossal kollektiv versagt hat. Und darüber finden Sie kein Wort. Bekannter von mir, der damals in der Regierung war, der sagte, ja, man hätte auch noch einen Marshallplan machen müssen, man hätte viel mehr tun müssen für Russland. Meine große Angst wäre, dass das unter Jelzin auch wieder auf Schweizer Bankkonten geflossen wäre. Aber wenn man damals wirklich sich mit Russland befasst hätte und an die Menschen gedacht hätte und da nicht nur ans Geld verdienen und andere Dinge, ein Überstülpen von einem System, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind. Ja, traurig, ich habe es jetzt auch ein bisschen zugespitzt, das muss ich zugeben, aber meine Überzeugung ist, dass der Westen exakt damals versagt hat unter Boris Jelzin. Und ich sehe das überhaupt nicht als Rechtfertigung für das, was Putin jetzt macht. Und da werde ich ein weiteres Video machen, weil ich glaube wirklich, das Problem, das erlebe ich immer wieder, wenn man jetzt nur hier lebt, wenn man sieht, das muss ja bei vielen sehe ich von den Zuschriften, die Amerikaner machen das und das und natürlich machen die Amerikaner viel schlimm. Der Westen macht viele Fehler, das sieht man, man kennt das System Putin nicht von innen und dann entwickelt man ein gewisses Mitleid oder Mitgefühl. Wenn man aber dort erlebt, dieses massive Kriegsgeheul, diese ganzen Kriegstrommeln, das alles, was man hier nicht mitkriegt, wo auch wieder die Medien versagt haben, weil sie das nie gesagt haben, dann kann man natürlich zu dem Schluss kommen, ja, Putin ist hier nur ein Opfer. Und das sehen ja manche immer noch so. Ich denke, es ist sehr, sehr viel komplizierter. Und wie gesagt, der Westen hat hier in meinen Augen wirklich unglaublich viel falsch gemacht. Aber genau oder eben nicht das, was uns die Medien und auch Putin eintrichtern wollen, weil Putin hat dieses System ja belassen, diese ganzen Oligarchen, die Alten wurden entmachtet, aber es kamen einfach neue stattdessen, seine Freunde und die Armen, die normalen Menschen sind weiter sehr arm. Denen geht es zwar materiell sehr viel besser als unter Jelzin, aber in erster Linie, weil der Ölpreis so hoch ist und weil man einfach sehr viel mehr Einnahmen hatte die ganze Zeit. Wenn man das System umgekrempelt hätte, wenn man dort nicht diesen wilden Kapitalismus hätte, dann ginge es den einfachen Menschen sehr viel besser und dann müsste man nicht ständig mit Kriegen ablenken. Also dieses System, das damals gekommen ist mit Jelzin, das wurde auch unter Putin beibehalten, nur die Oligarchen wurden ja, auch nur teilweise. Es wurden eigentlich nur drei entmachtet und die anderen haben weniger Einfluss, aber das Geld haben sie ja alle behalten. Nur kamen eben nochmal neue dazu. Und Russland hat die höchste, wenn man diese Verteilung des Vermögens anschaut, Schweizer Statistiken gibt es da ist es das Land mit der ungerechtesten Vermögensverteilung weltweit von den Flächenländern. Und das ist das eigentliche Problem. Und deshalb passiert das, was jetzt passiert, und das wird in den großen Medien kaum beleuchtet. Ich versuche auch weiter, Sie beim Thema Russland so zu informieren, wie ich es aus meinem Gewissen heraus für richtig erachte. Ich werde nicht einen Angriffskrieg rechtfertigen. Ich werde nicht Putin schöndenken, und da bin ich
weil ich einfach diese Erfahrung habe, in manchen Dingen einer Meinung mit dem, was uns heute in den Medien gezeigt wird. Aber da wird das eben massiv vereinfacht und wird vieles ausgeblendet. Und das ist sehr unerfreulich. Danke, dass Sie kritischen Journalismus wollen, der Ihnen auch nicht nach dem Mund redet, denn er soll ja etwas zum Nachdenken anregen und nicht nur das eigene Weltbild bestätigen. So ist meine Auffassung von Journalismus. Bleiben Sie dabei, abonnieren Sie, schauen Sie wieder rein, unterstützen Sie, weil wir nicht Millionen finanziert sind vom Staat. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns so. Ja, und weil wir jetzt bei Boris Jelzin waren, noch zwei Witze aus der Jelzin-Zeit, die zeigen, wie sich das Ganze verändert hatte. Anfangs die Begeisterung für Jelzin, dann danach eine völlige Enttäuschung. Der erste Witz aus der Begeisterungsphase für Jelzin: stürmt eine militärische Truppe das Parlament und sie schreien alle, wo ist der Jelzin, wo ist der Jelzin? Und er versteckt sich, der Jelzin, und alle zeigen, da ist er, da ist er. Und dann sagen die, legen Sie sich hin, Jelzin. Legen Sie sich hin, Jelzin, auf den Boden, Jelzin. Jelzin legt sich auf den Boden und dann erschießen sie alle anderen. Dann sagen sie, so Jelzin, jetzt können Sie wieder aufstehen. Jetzt haben Sie Handlungsspielraum. Also ein sehr brutaler Witz. Und der zweite Witz, ich versuche jetzt den Sprachwitz irgendwie weiterzugeben. Da kommt eine ganz arme alte Frau zum Jelzin. Und als der rauskommt aus dem Regierungssitz und sagt, Pandatscha, Pandatscha. Und das ist auf Russisch wörtlich übersetzt Aufschlag, meint aber in diesem Fall, meint das eine Spende, also geben Sie mir ein Almosen. Und er versteht das, weil er so Tennis begeistert war, versteht das als Aufschlag. Und sagt, ich habe doch jetzt keine Zeit zum Tennisspielen, gehen Sie weg, ich habe jetzt keine Zeit zum Tennisspielen. Also hier in diesen beiden Witzen die Entwicklung von Boris Jelzin, den ich persönlich für den Sargnagel des zaghaften Versuches in Russland, eine Demokratie einzuführen, halte. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und hoffentlich stimmt das, was hier auf dem T-Shirt steht, Game Over. Das ist aus dem Merchandising-Shop, den meine Unterstützer gemacht haben. Wie heißt der? www.eine-frage-noch.de. Ja, mit den Fragen haben wir es jetzt nicht mehr so mit der Bundespressekonferenz, weil man mich ja zielgerichtet ausgeschlossen hat. Da noch etwas, also menschlich muss ich sagen, kann ich das jetzt diplomatisch ausdrücken? Also menschlich ist nicht so, dass ich weine, dass ich da nicht mehr teilnehme. Aber journalistisch ist es einfach unfassbar, was die sich erlauben. Alles Gute, danke, ciao.